Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West hier auf meinem Kanal. So, wir müssen nach Kettenkratz, aber ich würde hier jetzt gerne erstmal so ein bisschen Zeug sammeln. Was ist das? Achso, Fokus, ha? Huh? Notizbuch ansehen, okay. Eine kurze Schriftrolle aus Pergament mit offiziellem Siegel auf Anordnung von Kommandant Nosar werden alle Einwohner des Schreckens hiermit erfolgend informiert. Die Tore zwischen Fahrlicht und Niemandsland wurden aufgrund bevorstehender Landschaft verschlossen und versiegelt. Ja, sagt er. Das gucken wir uns dann später mal an. Hier ist noch eine Kiste. Aber die Dornrücken haben wir doch. Finden. Ja, nun. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Rede? Wenn du mich entschuldigst, ich muss jetzt nachdenken. Dann eben nicht. Tschüss. Aber wir sind immer noch nicht im Westen, ne? Genau, wie war das? Horizon DDR. Der verbotene Westen. Genau. Einmal kurz speichern. Irgendwann brauche ich die. Kann schon sein, ja. Auf jeden Fall die Beeren. Die brauchen wir in jedem Fall, ne? Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Diese Maschinen, der da. Alter! Wo will er denn hin? Seit wann verschwinden die im Boden? Okay. So. Ich muss echt gucken, dass ich das wieder mit dem Dingenskirch mache. So, das habe ich jetzt, die habe ich jetzt einmal geplättet. Es ist auch immer wichtig, Maschinenplatz zu kriegen wegen Level Up und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Da ist noch irgendwie was. Schriftrolle. Sonnenkriecherpolitik. Okay, Sonnenkriecher, verdammten Diplomatie, reden wir und so weiter und so fort. Okay, da habe ich jetzt aber keinen Bock. Ups, das zu lesen. Nehmen wir einfach mal mit. Und wir müssen, was ist das denn jetzt? 1, begib dich nach Kettenkratz. Okay, da müssen wir jetzt als erstes hin. Das geht wo lang? Ah, okay. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, also die. Und der hier Reinholz auch. Ganz wichtig. Es hat seinen Grund, warum mir so viel davon rumsteht. Oh, was hier denn? Okay, so.
Ja, hier steht ziemlich viel. Aber egal, den Holzvorrat können wir erstmal dicht machen. Den brauchen wir ja später, um Pfeile herzustellen. Das ist ja wichtig. Was ist das Grünes hier? Muss ein Dornrücken sein. Ja, mit Säure. Das muss Kettenkratz sein. Wo? Loruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Vielleicht. Wenn ich nicht zu dumm dazu bin. Da unten ist irgendwas. Möchtest du rein, Retterin? Nee, erstmal nicht. Ich habe da unten was gesehen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, was das ist. Da. Irgendwann werde ich schon trocknen. So, Blauglanz, Grünglanz und diesen ganzen Kram. Das kann man immer mal alles mitnehmen hier. Bestätigen. Okay? Okay, so. Jetzt kannst du mich reinlassen. Willkommen in Kettenkratzretterin. Danke. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra. Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Mann, die hat aber einen Ausschnitt, du. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstoff. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Und? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Ich habe eins da, gerade. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin... Es flimmert ganz schön, ne? ...in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Warum muss ich das eigentlich selbst machen? So. Also, verbessere deinen Jägerbogen. Das machen wir als erstes. So, wo ist die 1? 12. Die muss also demnach hier oben irgendwo sein. Hier. Ist der. Warte mal, Waffen-Upgrades, Outfit. Das ist der Bogen, okay. Soll ich jetzt an dem verbessern? Kosten. Ah ja, okay. Warte mal. Ah! Upgrade abgeschlossen. Okay, kann ich das zweite auch schon machen? Ja. Und das dritte, kriege ich das auch noch hin? Waffenspulen, da kann ich jetzt erstmal nichts machen, okay? Vorteile, nichts, okay, Escape. Kann ich damit auch irgendwas machen? Okay. Das überhaupt die Sprengschleuder. Ach komm. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie jemals brauchen werde, aber
Outfit Upgrade, okay. Nora gesalbte Konzentration, Regeneration. Also hier blicke ich im Moment noch nicht durch. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was finden, um hier mehr machen zu können. Fallenherstellung. Okay. Beutel-Upgrades. Kann ich hier auch schon was upgraden? Nee, kann ich nicht. Wildschweinhaut brauche ich. Okay, Spezialausrüstung. Das ist der Zugwerfer, okay. Okay. Gut, dann haben wir jetzt soweit. Wir sind jetzt im Inventar verfügbar. Okay. Säurejägerpfeil. Ah, okay. Cool. Das könnte hilfreich sein. Jetzt gut. Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Wir laden sie zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Oh. Ich werde dich nicht aufhalten. Wir fragen immer hinterher, es ist ja egal. Okay. So. Das ist der Händler, ja? Gut, jetzt müssen wir... Letzter bekannter Aufenthaltsort, okay. Was ist denn hier alle drin? Warte mal. Was ist denn das alles hier? Egal, wir nehmen alles mit, was hier. Ach so, heilende Wasserpflanze. Okay. Ja, cool. Ist natürlich besser. Frage, was besser ist. Die Beeren oder die Wasserpflanze? So. Und wie gesagt, erstmal sammeln. Man weiß nie, wie viel und was man braucht. Und wohin willst du? Ach, der ist schon platt. Okay. So. Vielleicht sammle ich zu viel am Anfang, aber sind alles Dinge, die wir definitiv brauchen werden später oder früher oder später, sagen wir mal so. So, okay, hier war doch noch irgendwo. Ah, warte mal, Wildschwein hier. Stopp, 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 stopp. Dann muss ich eben wieder erstmal Stöckchen sammeln.
Scheibenhonig. So, was ist denn hier? Irgendwelche Kräuter, ja. Okay. Es ist cool, was hier so alles rumliegt. Edelstein. Wie die Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Bestimmt. So. Und jetzt? Hier rein oder was? Ne, hier kommen wir nicht ganz weit. Ich hätte gerne die Wildsau von eben platt gemacht, aber ist irgendwie heilende Beeren. Der Medizinbeutel muss voll sein, das hilft alles nichts. Also das, was reingeht, rein. Okay, komm. Stolperdrähte. Hey, okay. Du! Wer? Soll sich lohnen, wenn du diese Wühler erledigst. Irgendwas ist immer. Halt Wühler. Durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Ich habe auch keine Steine. Was soll ich machen? Ich nehme mal den. Alter, Chris aufs Maul, weißt du das? Stolperdrähte sind nicht nur zur Dekoration. Wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Ach, leck mich mit deinen Stolperdrähten. Schwester, was für ein Tag, was für ein Tag. Ja. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jünger. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Ja, gleich. Ich muss hier jetzt erstmal sammeln. Eine versierte Jägerin. Ja. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Ja, schön. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Okay. Ist im Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Verstehe ich nicht. Da ist dieser Drecksack. Owend. Hält sich für den Präfekten von Kettenkratz. Die halbe Stadt behandelt ihn auch so. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen,
aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Okay. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ja, okay. Gut. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Nee, danke. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich glaube, wir haben... Spuren mit dem Fokus finden können. Ich glaube, wir haben genug anderes zu tun. Aber ich kann hier diese Stolperfallen... Können wir mitnehmen, die Dinger. Das ist gut. Okay, so. Erstmal sehen, was hier so alles ist. Und die Stolperfallen nehmen wir natürlich mit. Hier sind nochmal Beeren. Natürlich nehmen wir das mit hier. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen. Hier ist unheimlich viel zu looten. So können wir nämlich dann, wenn wir Wildschweinhaut kriegen, das nächste Mal die Taschen erweitern für Medizin und hast du nicht gesehen. So, aber wie gesagt, ich muss hier erstmal, also ich muss am Anfang gerade jetzt mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich habe bei Zero Dawn oft genug erlebt, dass man plötzlich da irgendwo steht. Hier denn? Kannst du eigentlich nicht schneller laufen? Ach, leck mich doch. Hier liegt noch Zeugs, das nehmen wir noch mit. Hier sind noch mal Beeren. Ein Stein. Noch mal eine Stolperdraht. Schön, dass wir die jetzt direkt ab Anfang an mitnehmen können. Aber ich glaube, das wird seinen Grund haben. Irgendwas ist hier doch. Aber ich komme nicht dran. Naja, egal. Eieieiei, warum müssen wir so viel sammeln? Welchen bösen Hintergrund hat das? Das kann nicht gut sein. Guckt euch das mal an, was hier Zeug rumsteht. Eieieiei, okay. Okay, haben wir hier jetzt alles soweit? Soweit alles weg, oder wie? So, wir müssen erstmal den Ehren suchen. Altes Fass.
den Tab, die Spur markieren. Gucken wir mal. Können wir hinterherlaufen. Oh, hier sind wieder Beeren. Die brauchen wir auf jeden Fall. Davon können wir nie genug haben. Ah, Metallscherben. Ganz wichtig. Okay. Kann ich also hoch? So, wo ist er denn? Okay, hier ist also auch Säure. Da steht noch eine Kiste. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Ei! Ah, die kriegen wir so weg. Erend! Da ist er ja! So, lass ihn mal alleine machen. Ja. Das hier. Dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine Patrouillen am Nachmittag. Nur der Kampf. Jo. Erend. Hoppla. Wer ist er denn? Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Mit was? Kann ihn aber auch anders. Die aber auch so platt machen, ne? Ich habe nämlich jetzt gerade keine Lust. Muss sie ja nur erledigen. Wie? Ist ja völlig wurscht. Können wir ableveln, weißt du? So. Wir müssen hier einsammeln hier erstmal. Erstmal looten und dann können wir uns unterhalten. Sieht sich das einer an?
Schleifscheibe. Was soll ich da denn mit? Ja. Können wir uns auf halbem Weg treffen? Ich muss erstmal sammeln, ganz kurz hier. Ja? Sekunde. Wird nicht lange dauern, aber ich muss erstmal einsammeln. So, noch mehr? Ja. Beeren. Beeren brauche ich auf jeden Fall wieder. So, kennst mich. Wo ist er denn? Ich denke mal, Scherben und so ein Krempel wird auch wieder wichtig sein. Oh. Wo ist er denn jetzt hin? Achso, warte mal. Da ist er. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Hm? Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Oh. Schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Ja. Ja. Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein. War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern. Ja. Ich bin ziemlich erledigt. Ja. Stell dich nicht so an, ich komme. Es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Leb wohl. Ja, ja. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Oh, es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht am Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel so nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Mann, halt's Maul da oben. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint.
komme ohne dich klar. Okay, in diesem Sinne, liebe Leute. Das klingt gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Genau, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, was wir da zu erledigen haben. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.